Heute wird geschwommen in VR. Wir zocken Subside. Da gibt es jetzt eine Demo von. Die habe ich gefunden. Und da können wir tatsächlich unter Wasser ein bisschen die Welt erkunden. Das ist also wirklich ein Exploring Game, ein Erkundungsspiel ohne Brutalität, ohne Rummetzelei und so. Und das Spiel sieht unfassbar geil aus, weil ich zeige euch nämlich das auf PC VR. Also mit einem leistungsfähigen PC, sieht super toll aus. Wir können Sachen finden, wir werden dafür auch belohnt. Manchmal liegt so ein Schlüssel rum, dann liegt ein Münzen rum und all so ein Zeug. Dann musst du die nächsten Gegenden freischalten. Ich zeige euch die erste Welt, also sehr, sehr geil gemacht. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodloss VR, auch wenn ihr wins Virtual Escape Area Own und Virtual Reality Center Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, hier sind wir unter Wasser. Wir haben hier unser Menü, wir haben ein paar Einstellungen, Grafik habe ich ziemlich hochgestellt, Spielmechaniken, haptisch, Untertitel, Bewegungsvignette, Tauchmaske. Dann können wir ein paar Sachen auswählen, Sprache und Audio. Wir gehen einfach mal auf Starten, einfach mal gucken. Hä? Drücken Sie die Griff-Taste und bewegen Sie Ihre Hand nach oben oder unten, um das Gitter mit Ihrem Boden aus... Wieso macht er das nicht selber? Ich schätze mal, das müsste ja ungefähr so sein, genau. Das ist ja Quatsch. Stehen Sie gerade und drücken Sie Akzeptieren, um Ihre Größe zu speichern. Bewegungsmodus Schwimmen, ne? Profil 1. Wow! Step on the platform to begin. Ebene auswählen. Oh, hier oben kann man Sachen kaufen noch. Gehen mal drauf. Cool. Wow. Huh? 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 Ist aber nicht so tief das Wasser hier, oder? Das ist ja mega. Das ist ja krass. Guck mal hier. Das ist ein Ball. Okay. Tschuh. Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Ist aber erstmal egal, wir schwimmen erstmal eine Runde. Wahrscheinlich durch die Ringe oder was, ja? Sollen wir mal durch die Ringe? Boah. Schwimmen durch die Ringe. Ah! Ja! Oh. Ja, halbwegs, ne? Ich würde sagen, wir schwimmen mal zu der Boje, die ich jetzt nicht mehr sehe. Doch, da. Die Frage ist, die wichtigste Frage ist, was soll ich hier machen? Wie kommt man nach unten? So. Ah, wir müssen so Teile finden. Okay. Das ist echt verrückt. Aber die sind wahrscheinlich random irgendwo, ne? Warte mal, ist das eigentlich besser, wenn ich mich auf den Boden lege? Warte mal. Ja! Fühlt sich realistischer an. Oh, ist anstrengend. Nee, das ist so anstrengend, das geht nicht. Obwohl es natürlich... Was ist das denn? Guck mal! Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, hier gibt es sogar Sachen zu entdecken. Das ist cool, oder? Ja, die Frage ist natürlich, wo das alles ist. Ich drücke mal irgendwelche Tasten. Oh. Okay, das ist nur das Menü. Hier sehen wir einfach nur... Ah, Schlüssel, Geld. So, und auf dem anderen können wir uns einfach die Ansicht zurücksetzen. Ja, und da kommt man ins Menü. Okay.
Ah, das ist irgendwie cool, oder? Da bin ich ja wirklich begeistert. Hier ist so ein Teil. Wow. Oh oh. Hey! Ach Gott, wir haben gar keine Sauerstoffflasche. Das habe ich ja ganz vergessen. Dafür ist er aber ganz schön lange unter Wasser geblieben, oder? Ja, also das ist aber gar nicht so einfach. Ah, da ist noch ein Stück. Juhu! Hallo? Nee, da ist nichts drin. Da ist... Nein! Oh, so klein ist das! Ah, da ist noch einer. Boah! Guck mal, hier ist überall. Boah! Mein Gott. Also es ist schon ein bisschen frickelig teilweise, hier rumzuschwimmen. Da ist überall Münzen. Tausende Münzen liegen hier rum. Ah, runter, runter. Da. Oh, da ist, was ist das denn? Ein Stück vom Auto. Oder weiß der Geier von was? Ja, das ist, würde ich sagen. Oh, da ist noch eins. Ja, zum. Ah, oh, kannst du eigentlich im Sitzen zocken. Tatsächlich, hier ist das Auto. Das war wirklich. Ah, und da ist auch das letzte Stück. Haha. Ja. Also runter zu schwimmen finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir es. Aber was genau bringt uns das jetzt? Neuer Bereich freigeschaltet. Aha. Und der ist wo? Wahrscheinlich gar nicht hier. Wir gehen mal zurück. Ja, vielleicht meinen die das. Wir gehen mal auf Start. Vielleicht ist jetzt hier, weißt du, weil wir können ja hier. Ja! Oh nein, unreleased! Ah, okay. Ja, das ist halt wahrscheinlich dann. Im Prinzip haben wir dann die Demo durch, ja? Schätze ich mal. Weil jetzt würdest du dann im Prinzip in die nächste Area kommen. Was ist das? Hier kann man. Ach, guck mal. Ah, mit den Münzen können wir das Zeug hier holen. Wir haben sogar 5. Ermöglicht das Tauchen nach oben oder unten mit dem linken Joystick. Ach, das ist ja krass. Das ist ja total krass. Das will ich jetzt mal ganz kurz nochmal ausprobieren. Haben wir das jetzt gekauft? Warte. Ja, haben wir. So, nochmal zurück. Das will ich mal ganz kurz. Mit dem linken Stick können wir jetzt hoch oder runter. Das will ich jetzt mal ausprobieren, noch kurz. Oh, ja. Jetzt ist es schon viel einfacher. Geil. Guck, jetzt kannst du einfach runter. Ja, weil so muss ich immer irgendwie so nach unten oder mich irgendwie ziehen. So ist das natürlich geiler jetzt, ne? Auch schon. Sau cool. Ja, aber das war die Demo auch schon, ne? Also, ich fand's geil. Da freue ich mich drauf. Ich mag so Erkundungsspiele, ja, wo du nicht so einen Stress hast. Gut, du hast hier den Stress, dass du Luftnot kriegst. Aber ich denke mal, dass man hinterher auch noch eine Flasche kriegt oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Subside, Leute. Ja, total geil. Das ist ja genau meins. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe einfach so ein bisschen beim Steam Next Fest ein bisschen durchadert. Hier, da gibt es noch eine Demo, die spiele ich mal an. Und das ist total geil. Na, also genau solche Spiele mag ich, ja, wo man einfach mal in Ruhe so ein bisschen erforschen kann, ein bisschen
die Welt untersuchen kann, ein bisschen was suchen kann und so, ne? Wo du nicht schon wieder rummesserst und rumballerst und so, ne? Also einfach mal so ein entspanntes Suchspiel, also halbwegs entspannt. Du musst natürlich schon auf deinen Sauerstoff achten und so. Und was ich halt so da geil finde, dass du auch wirklich belohnt wirst, wenn du erkundest, wenn du die ganzen Münzen findest, dann schaltest du Sachen frei, die wirklich hilfreich sind. Zum Beispiel dieser Gürtel, wo man dann mit dem Stick einfach so runtergehen kann, also tarieren nach unten. Und dann habe ich zum Beispiel in meinem englischen Video den Schlüssel gefunden zu dieser Kiste. Soll ich das jetzt spoilern? Ja, mein Gott, ist nur die Demo. Da ist die Uhr drin, da ist so eine Uhr drin, wo du dann quasi Sauerstoff und Höhe und so oder Tiefe, sagen wir mal, angezeigt kriegst. Und dann habe ich jetzt noch Flossen gekauft, da kannst du dann mit dem Trigger kannst du nach vorne schwimmen. Also es erleichtert die ganze Sache. Du kannst viele Sachen freischalten und logischerweise kannst du später auch noch ganz andere Gegenden freischalten, so Höhlen tauchen und all sowas. Ich find's geil. Ich find's einfach geil. Ja? Hoffentlich ist dann auch ordentlich was. Und vor allem, was ich auch geil finde, ist die Grafik. Sowas, was du da siehst, schafft die Quest nicht alleine. Da brauchst du halt PC-VR. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das halt auch wirklich so geil aussieht. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wude.de